wechseln nicht Angriff, Abwehr. Und dementsprechend gut ausgenutzt. Oh, da hat sich nicht doll wehgetan. Scheint irgendwie auf den Fuß getreten zu sein. Okay. Ja, wäre schade für das Spiel auf jeden Fall. Wären die Probleme nicht kleiner bei Piotr Czibelski. Mit einem Sprunggelenk. Ah ja, er wird ihn jetzt rausnehmen. Er muss sowieso jetzt 3 Angriffe raus. Weil wenn ein Spieler behandelt wird, ärztlich oder medizinisch, ja, die werden jetzt wahrscheinlich gucken, ob es in der Halbzeit irgendwie geht. Wäre natürlich aber schon arg bitter für die Mannschaft. Unglücklich. Von dem polnischen Trainer. Ja. Während der Verletzungspause von Skoog Andersson. 6 von 6 seine Quote. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Knöchel wird wahrscheinlich bandagiert werden. Und wir hoffen einfach an dieser Stelle, dass nichts Schlimmeres ist. Senden hier schon mal gute Besserung. Forsti hat die Initiative ergriffen. Auch wenn das in seiner... Man muss den schon ganz genau zuhören. Bei Jan Forstbauer, ja, mit der 23 genau. Jetzt hier. So, für den also, die werden jetzt wechseln. Genau, Kreisläufer kommt.